Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Philosophie auf der Fähre. Ich nochmal zum Thema Spiegel Online Chefredakteur. Wolfgang Büchner tritt ab, Kurt Schnippen tritt nach. Wer ist Kurt Schnippen? Kurt Schnippen ist ein Journalist beim Spiegel, der dort seit 25 Jahren tätig ist. Und der hat, nachdem bekannt wurde, dass Wolfgang Büchner das Haus verlässt, auf Facebook einen langen Text veröffentlicht, in dem er nochmal so richtig schön nachtritt. Anders kann man das nicht bezeichnen. Dort kritisiert er Büchner als den falschen Mann am richtigen Ort zur falschen Zeit und legt dann richtig los. Er wirft Büchner im Prinzip vor, kein Blattmacher zu sein, der die Redaktion nicht motiviert hat, der sich nicht um die Titel gekümmert hat, also der seine Aufgaben, seine journalistischen Aufgaben als Chefredakteur nicht wahrgenommen hat, der da im Prinzip versagt hat. Er sagt, dass Wolfgang Büchner im Prinzip Konzepte, die Print- und Online-Redaktionen gemeinsam erstellt hatten, um eine bessere Verzahnung zu erreichen, alle über Bord geworfen hat, sein eigenes, etwas unausgegorenes Konzept stattdessen darüber gestülpt hat und dieses durchprügeln wollte. Und dass er in diesem Zusammenhang dann als Change Manager versagt hat. Er wirft Büchner weiter vor, dass man mit ihm nicht hätte reden und diskutieren können. Also er haut so richtig drauf. Ich werde euch den Text aus Facebook unter dieses Video kopieren, weil natürlich nicht jeder von euch vielleicht Facebook hat, damit man sich das mal anschauen kann. Es mag natürlich sein, dass einiges der Dinge, die Kurt Schnippen dort kritisiert, berechtigt ist. Aber die Art und Weise, wie er da zuschlägt, nachdem Büchner gegangen ist oder gegangen wurde, ist schon nicht gerade feiner Stil. Vor allem sagt er, er wäre jetzt wieder frei und wäre vorher ein Gefangener gewesen. Also er bemüht auch da einiges an Rhetorik, um seine Kritik da ordentlich zu würzen. Und aus meiner Sicht ist das, wenn man die sachliche Kritik beiseite lässt, vom Art und vom Stil her eben einfach nur ein ziemliches Nachtreten. Aber wie gesagt, vielleicht seht ihr das ja anders. Lest euch diesen Text von Kurt Schnippen durch und dann sagt mir eure Meinung. Die schreibt ihr unten in die Kommentarzeile unter der Videobeschreibung. Morgen! Dankeschön. So, das war's auch schon für heute und mal schauen, ob es das vorerst auch mal zum Thema Spiegel und Chefredaktion beim Spiegel war. Ich bin gleich drüben, ich wünsche euch was. Hasta luego, ciao, ciao.